Was ist Nahrung für die Seele? Jesus hat schon gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und damit meinte er nicht nur eben Brot als ein Nahrungsmittel, sondern von der physischen Nahrung. Ja, der Mensch braucht gute Nahrung. Und ich bin ja Vegetarier, Vollwertvegetarier, Veganer und bemühe mich natürlich um gesunde Ernährung. Und bei uns im Yoga Vidya Ashram gibt es sehr viel gesunde Nahrung. Eigentlich alle Mahlzeiten bestehen nur aus gesunden Nahrungsmitteln, bio, öko, mit Liebe zubereitet, gut verträglich und so weiter. Aber der Mensch braucht auch Nahrung für die Seele. Und man könnte sagen, Nahrung für die Seele kann zum Beispiel Meditation sein. Wenn du meditierst, kommst du tief nach innen. Wenn du meditierst, öffnest du dich für eine kosmische Wirklichkeit. All das ist Nahrung für die Seele. Wenn du Mantras wiederholst und noch mehr, wenn du Mantras mit anderen singst und so Herzensöffnung und Freude erfährst, das ist auch Nahrung für die Seele. Wenn du in die Natur gehst, den Vögelgesang anhörst, die Grünkraft der Bäume auf dich wirken lässt, den Himmel anschaust, auch das ist Nahrung für die Seele. Schöne Bücher zu lesen, die dich spirituell inspirieren und wo dein Herz aufgeht, auch das ist Nahrung für die Seele. Schöne Gespräche mit einem Menschen führen, wo es um tiefere Sachen geht, auch um Wertschätzung und wo die Verbindung der Herzen spürbar ist, das ist Nahrung für die Seele. Überlege jetzt für dich, was ist für dich Nahrung für die Seele? Und wird deine Seele momentan ausreichend genährt? Oder was bräuchte deine Seele noch für Nahrung? Eventuell solltest du mal einen Aufenthalt in einem Yoga-Vidya-Ashram machen oder mal wieder. Hier ist alles ausgerichtet, dass auch die Seele genährt wird. Der Körper wird gut genährt, in jedem Fall. Aber auch die Seele durch die spirituellen Praktiken, durch Yoga, durch Meditation, durch Mantra singen, nette Menschen, mit denen du tiefsinnige Gespräche führen kannst, kreative Tätigkeiten, wir haben Mandala malen und anderes, Spaziergänge in der Natur, Vögel hörbar, Blumen riechbar, so viel, alles Nahrung für die Seele. So kannst du gut genährt werden. Alle Infos auf www.yoga-vidya.de.